Giants Software. Der Landwirtschaftssimulator 2012 für den 3DS. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarim zu M9 Adventskanal, natürlich in dem Zwergenfürst. Nein, halt, noch nicht abschalten. Nein, da kommt noch was. Das ist, ja, wird lustig. Also, versprochen, es wird lustig. Bleibt dran. Ja, ich werf das Intro ein und dann geht's weiter mit Part 2 von Landwirtschaftssimulator 2012 für den 3DS. Ein Part 1 gab's tatsächlich schon. Die Playlist ist gern hier verlinkt. Intro ab und dann los geht's. Da sind wir. Okay, das Weizen ist verdorrt. Bringe deine Ernte ein, bevor sie fault. Okay. Welche Ernte? Wir haben keine Ernte mehr. Die haben wir schon im letzten Part eingebracht. Okay. Was denn du? Da haben wir ein Feld. Das haben wir mit dem hier bemäht. Beerntet, ja, und da haben wir den ganzen Part gebracht, verbracht, dieses Feld zu verernten vor allem, ja, und dann haben wir das dort verladen. Weizen, bist du Weizen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir hier eine Ladung von irgendwas besorgen und dann geht's ja ab über die Straße. Huha! So viel habe ich schon gehört. Achso, ich kann auch hier den Stau blockieren. Den Stau veranstalten. Straße blockieren. Huaha! Gleich ein Auto gerammt. Würde zeigen, dass ich irgendwo hupen kann. Hier kann ich Licht anmachen. Ist zwar noch nicht dunkel, aber mach ich trotzdem mal. Vielleicht wird es noch dunkel. Uah, ich kann das Teil nicht steuern. Uah, scheiße. Kann ich auch rückwärts fahren? Ich hoffe ja. Boah, diese Straße ist nicht sicher, wenn ich diesen Laster hier fahre. Den Traktor. Guck mal, ich kann noch hupen. Dann bleiben die Autos sogar stehen. Das ist schön. Und wollen ja nicht von mir gerammt werden. Uah, mir wird schwindelig. Boah, gut, dass die stehen bleiben. Alter, die Störung ist echt am Arsch. So, und hier sollen wir es hinbringen? Oder? Nein, ja, das ist das falsche Bild. Das ist... Wir müssen woanders hin mit diesem Symbol hier. Ja, wohin bloß? Das ist die Frage. Weiter geht's über die Landstrecke hier. Ich glaube, ich muss nicht so viel steuern hier. Ich darf nicht so viel steuern. Hab die Karte auf dem unteren Bildschirm mal verloren. Okay, das ist hier irgendwie ein anderer Bauernhof oder was? Die Steuerung ist grausam. Alter, ist euch auch schon schwindelig? Hui, Alter. Alter, ich hoffe, euch ist nicht schwindelig. Das tut mir sonst sehr leid. Ah, hier kann man sich Sachen bestellen. Ich meine Felder bestellen. Ist nicht Amazon, dass man sich Klamotten bestellen kann. Okay, ich guck mal, wo wir hier die Sache abgeben zu haben. Ich habe mich irgendwie verfahren. Und da hinten ist der Abgabeort für Weizen. Ich fahre jetzt in die andere Richtung, weil ich nach etwas suche, wo ich das andere Zeugs ablegen kann. Weil das ist ja kein Weizen, das ist irgendwie was von einer anderen Sorte. Und irre ich mich da komplett. Oh, Autogramm. Sorry, wollte ich nicht, wollte euch nicht kaputt machen. Ich fahre hier, glaube ich, einmal im Kreis rum. Guck mal. Au! Sorry! Tut mir leid! Wollte ich nicht. Tut mir sorry. So. Hier sind wir wieder bei irgendwas angekommen. Ich versperre mit meinem Laster hier die gesamte Straße. Mei, da bin ich wieder auf meinem Bauernhof hier. Ja, Ausgangspunkt erreicht.
Ich würde mal schlichtweg sagen, fahren wir mal hier hin. Wie wäre es denn damit? Die kann ich auch einfach abstellen und ohne weiterfahren. So. Kann ich das entleeren? Okay, kann ich zurücktreten, zurück. Nicht den Laster entfernen. So, zurückfahren. Ich sagte zurückfahren. Nicht entkoppeln. Okay, jetzt gibt er das irgendwie da rein. Schön. Dann kann ich mir Neues holen. Kann ich mir Weizen holen, damit ich das endlich mal wegbringen kann. Holla, die Waldfee. So, welches ist das richtige Symbol? Das ist das richtige Symbol, das hier. Das wollen wir transportieren. Dann mal rein damit, mit dem guten Zeugs. Wollen wir mal ausliefern. Die Ware. So, Weizen ist voll. Ich weiß gar nicht, ob das Weizen ist. Schaut wie Weizen aus. Bin kein Spezialist für Getreidearten. Aber das könnte gut Weizen sein. So, wir auf dem Weg sehr viele Unfälle bauen. Ach, dich nehme ich mit. Kommst du mit? Ein weißes Auto. Ja, so, sind wir gleich da. Ist schon 14 Uhr, wird bald dunkel hier. Na, ist ja hier ständig Sommer. Also, dunkel wird es erst um 18 Uhr oder um 19 Uhr. So, da wollen wir hin. Hier mal die Sache lagern. Geht das? Weizen lagern. Zurück. Da soll es hin. Da drauf, dahin, dahin schieben. Da, komm. Passt doch. So. Es muss nur noch jemand abholen. Nicht. Müsste doch irgendwie eine Registration geben, dass das dort steht, oder? Oder steht das da falsch? Willst du mir nicht erzählen, dass das da falsch steht, oder? Das steht auf dem unteren Bildschirm. Dasselbe Symbol. Das muss ich nur noch ausparken. In das orangene Feld. Das ist doch richtig, an das gelb-schwarze. Ja, orange ist das nicht. Gelb-schwarze Feld. Ich sehe schon Farben. Ja. So. So, und was nun? Jetzt haben wir das dort abgestellt. Den Laster. Müssen wir jetzt irgendwo anders mit irgendeiner anderen Schubkarre kommen und das abholen und das irgendwo anders hinbringen? Oder was ist hier Sache? Ja, Geisterfahrer. Was ein Geisterfahrer. Jetzt die Tausende von Geisterfahrern. Diese Steuerung ist echt Murks. Alter Schwede. Reagiert so sensibel auf das Schiebepad hier. Kann man nicht die Sensibilität runterschalten oder was? Nee, scheinbar nicht. Alter. Wenn das ein bisschen weniger sensibel auf die Sachen reagieren würde. So, lassen wir das Zeug doch mal stehen. Ich guck mal nach einem Erntezeugs hier, nach einem. Kann ich mit dem irgendwie das Feld umgraben? Kann ich da irgendwie Sachen? Ich könnte ja das Feld neu besehen, damit das irgendwie mal neu kommt. Damit ich halt neue Sachen zum Dingens habe. Fahren wir mal hin. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, es zu benutzen. Sowas sagt das I. Mit der Sämaschine wird auf einem vorbereiteten Feld ausgesät. Machen wir das doch mal. Säen wir mal. Sind wir mal der Sämann. Na komm, zurück. Zurücksetzen und X. So, jetzt können wir hier mal sehen. Ah, mit Y kann man anfangen hier zu säen. Alter Falter, alter Schwede. Kann ich mich irgendwie hier mal an ein Feld stellen und dann mal beginnen? So, rechts drehe bitte.
Andere Richtung, anderes rechts. Meine Güte, es wird schon dunkel hier, ihr seht es schon. Nein, das automatisch geht noch nicht. Jetzt geht es automatisch, dankeschön. Konnte ich das mal einstellen. So, dann macht das hier von allein, dann muss ich das nicht steuern. Diese scheiß Spielsteuerung. Meine Fresse. Ist aber auch blöd. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Das hatten wir noch nicht. Na dann, fahr mal drüber und sähe das Ganze. Kann man das hier irgendwie beschleunigen? Ein Zeitraffer machen? Ich fürchte, nein, das kann man nicht. Man kann hupen. Ja, so viel dazu. Ja, aber ich kann es euch im Video dann als Zeitraffer machen. Also, Timelapse, go. Wirtschaftssimulator. Ach, da waren wir. Feld besehen. Das dauert ja Ewigkeiten, meine Fresse. Man kann das wirklich nicht beschleunigen. Na denn. Es wird mittlerweile schon wieder Tag. Draußen wird's hell. Ihr seht es gerade wieder im Spiel. Die ganze Nacht durchgeschuftet hier. Die Sache gesät. Ja, was macht man nicht alles für seinen Landwirtschaftsbetrieb? Und weiter geht's. Kann man das Licht ausschalten. Und weiter. Immer weiter. Voran. Voran, voran. Das Feld besehen. Stück für Stück. Und immer weiter. Das dauert zwar ewig und zwei Tage, aber machen wir mal. Wenigstens beruhigende Musik haben sie im Hintergrund. Ja, ein Farmerleben ist ein ruhiges Leben. Ein Farmerleben. Das kann schon Zeiten mit sich bringen, an denen man Zeit mit sich bringen muss. Da kann man schon mal tagelang an einem Feld sitzen und das Feld besäen, in der Hoffnung, dass es eines Tages blüht und neue Frucht bringt, dass man die Frucht wieder ernten kann und verarbeiten kann zu wundervoller Ware. Aber bis dahin muss man säen und säen und säen, Tag ein, Tag aus. Entspannt.
spannendes und tolles Spiel. Gebt diesem Spiel einen Award. Gebt diesem Spiel den Game Award. Alter, und die Story erst. Also mega, muss ich einfach sagen. Dieses Spiel begeistert mich einfach. Was soll ich dazu sagen? Einfach phänomenal. Ach, und da sind wir endlich fertig mit dem Feld. Ja, Automodus beendet. Rasen wir nochmal über das Feld. Also Rasen. In Anführungszeichen, sofern das mit einem Traktor überhaupt möglich ist. Ja, und ja, die Zeit ist schon rum. Also viel haben wir nicht gemacht, aber ja, wir haben ein Feld besät und jetzt ein neues Adventskalendertürchen von mir und ja. Haut drinne. Ciao, ciao. Adios, Farmer. Zwergi verabschiedet sich. Haudi und adios.